Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier vom Kanal zu einer weiteren Folge Cuphead, den DLC, The Delicious Last Curse von Cuphead. Und ja, wir haben das letzte Mal das hier geschafft, was wirklich eine harte Nummer war. Ist die Frage, ob wir, was wir jetzt machen. Wir haben ja ein paar Sachen. Lass uns mal hier die Treppe nehmen. Königssprung, okay. Schauen wir uns das mal an. Oh, mit 1 Million. Oh. Willst du hingehen? Ah, ich kann mit ihm reden, okay. Seid gegrüßt, ihr Tassen. Ich heiße euch in meinem schwebenden Palast willkommen. Ich bin der wahre König, der König der Spiele. Aus weiter Ferne habe ich euch mit Eifer und Bestimmtheit kämpfen sehen. Und seht, ich gewähre euch einen Platz in meinem königlichen Turnier. In diesen Kämpfen sind eure Waffen und Zauber nichts wert. Ihr müsst meine Recken anders besiegen. Siege und Reichtümer und jetzt auf in den Kampf. Okay, schauen wir nach. So. Okay, kann ich nicht bewegen. Okay, was muss ich da machen? Also, ich kann die Typen umhauen, aber ich kann sie. Okay, einfach normal. Oh. Ah, Mist. Oh, fuck. Also ich glaube, ich muss nur die rosanen Dinger treffen. Okay. Also, dann wäre es ein Hergesprünge hier. Wow. Okay. Trotzdem war es ziemlich schräg, oder? Puh. Aber ich finde diese. Ich mag diesen Stil einfach, ne? Ich finde dieses Gezeichnete einfach so geil von früher. In welcher kurzer Zeit ihr diese Recken bezwungen habt, ihr tapferen Tassen. Eure Belohnung? Unermessliche Reichtümer? Okay. Und übrigens, überdies gewähre ich euch freien Eintritt für den nächsten Kampf. Wow. Das nenne ich mal cool. Sollen wir es wagen? Wir wagen es mal. Haben noch 3 Leben, ne? Ah, wieder 4, okay. Get oben ein Pferd. Oh. Ah, okay, jetzt weiß ich. Okay. Okay. Keine Ahnung. Ah, Mist. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll man den denn? Ja, so geht's nicht. Ah, Mist. Ich will einmal testen, ich will jetzt gar nicht so, ich sterbe wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ich will eigentlich nur gucken, wie ich am besten hinten an die rankomme. Ach, ich dachte, ich könnte durchlaufen, das kann ich nicht. Ah, Mist. Okay, das bringt uns nicht so viel. Denn so werde ich es niemals schaffen, also. Was habe ich denn noch hier? Da kann ich auch nicht rausspringen. Hm. Ich kann ja nichts anderes.
Hä? Puha, der ist aber ein bisschen kompliziert. Oh, Mist. Oh, shit. Okay, also ich habe ihn ein paar Mal getroffen jetzt. Aber man sieht, reicht das nicht. Da muss ich schon ein paar mehr treffen, okay? Okay, okay, ich sag ganz schön wieder auf okay, fällt mir drauf. Das ist echt... Okay. So. Ah, Mist. Ah, okay, aber man... Naja, es ist schon dumm. Eigentlich. Pferd, dieser Gaul. Komm. Oh. Okay, so schwer war das wirklich nicht. Da muss man einfach nur ein bisschen Taktikgefühl haben, den ich natürlich nicht hatte die ersten 6 Minuten. Aber weg ist er. Nach diesem glorreichen Sieg erwartet euch großer Reichtum. Wieder 2 Münzen, okay. Nun fort mit euch. Achso, noch weiter darf ich nicht machen bei ihm? Okay. Gut. Gibt es hier einen Shop oder sowas, wo er hin kann? Rezept für Fräulein Kelch. Achso, das war... Was ist das? Die Bäckerei? Gehen wir in die Bäckerei? Ne, zur Salzstufe wir auch nicht. Kann er uns noch irgendwas aus... Da ist der Shop, der hat noch zu, wie man sieht. Extrablatt, Extrablatt! Wenn ihr weiter so die bösen Buben auf dieser Insel vermöbelt, wird's hier bald richtig gemütlich. Guck mal hier, aber der Shop, kann man da reingehen? Schwartens Laden, da gehen wir mal rein, was das Schweinchen sagt zu uns. So, Zielschuss. Gerader Schuss mit hoher Schaden teilt sich in schwächere zielsuchende Schüsse auf. Herzring. Wir haben eine 11. Okay. Streuschuss. Bogenschuss. Schnellfeuer mit bogenförmiger Schussbahn und mittlerem Schaden. Zerbrochenes Relikt unbekannt. Einfach enttarnt, unbekannter Hassung. Elektrobit. Durchbohrender Dreierschuss. Halte die Sperrentaste gedrückt in die Steuerung. Erhalte einen Trefferpunkt bei deinen ersten, dritten und sechsten Parade. Okay. Zielschuss, gerader Schuss mit hohem Schaden. Nehmen wir den mal mit hier. Flächensalbe, für mehr Schaden. Angriff gedrückt halten, kein Schnellfeuer, da zielt Präzision. Ah, guck mal, das machen wir auch mal. Dann kriegen wir ein bisschen Kohle bei unserer Parade. Streuschuss. Das Relikt nehme ich auch mal mit. Paradeangriff. Deine erste Parade ist gleichzeitig auch ein Axtangriff. Bogenschuss. Lass uns das erstmal so benutzen, was da ist. Gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Um Einkäufe zu benutzen, musste man sie erst ausrüsten. Okay. Also ein Kelch spielen. Nutze ihren Doppelsprung, Sprintblock und Schutzrolle. Parieren für einen. Nutze ihren Doppelsprung, Sprintblock und ihre Schutzrolle. Dann bespielen wir natürlich immer die Frau. Unbekannt, einfacher Tarn, unbekannte Herkunft. Herzring, parieren für TP, erhalte. Die Frau, Frage, wollen wir die Olde weiterspielen? Ah, lass mal die Olde weiterspielen erstmal.
Okay. Gut, was ist hier denn los? Warte, wir gehen nochmal hier längs. Da ging nämlich noch eine Leiter runter, habe ich gerade eben gesehen, als ich hier weiter runtergegangen bin. Kann man schon noch was machen, oder? Gucken, ob der uns da noch was zeigt, was Neues. Nummer 3. Okay. Gehen wir nochmal rein. So. Ah, jetzt würde ich jetzt was machen. Oh, verdammt. Okay, irgendwie die Kerzen ausmachen, oder? Das habe ich da gesehen. Mehr war es jetzt nicht, oder? Oh. Oh. Oh, verdammt. Okay. Jetzt sind wir gekommen. Na, eh nur bis dahin, okay. Gar nicht so leicht. Was war das denn für ein dummer Idioten-Dings gerade von mir? Diese blöden. Das war auch echt dumm von mir. Ach, komm schon. Nervt mich das Ding. Hä? Achso. Komm schon. So. Alter. Bin ich froh, dass der Klavier-Maul-Hackfressen-Typ weg ist. So. Nach diesem Loch erwarte ich großes Reichtum. Und mit Fortenleuch. Okay. Finde ich ganz witzig mit den Leitern. Muss ich geben. Oh, nicht schlecht. Ist hier drüben eine Leiter? Guck mal. Gut, gehen wir hier mal rein. Endlich haben wir Publikum. Gleich geht die Siegerehrung für den Kletterwettbewerb los. Ich habe gewonnen und sie rechts überholt. Meine Freunde haben mich angefeuert, aber unten links kam ich nicht an anderen vorbei. Ich bin nur Dritter geworden. Zweiter Platz, verdammt. Ich wollte doch gar nicht ganz nach oben. Ist das die Kletterwand? Kein bisschen gnomisch. Rübezahl Rumpelstein. Gehen wir da mal rein? Klar. Krass. Okay.
Das ist schon ein bisschen was anderes hier. Dann mal reingehen. Oh Gott. Okay. Ach Mist, die habe ich nicht gesehen, die scheiß Rollen. Kobolde, ja. Aber. Nein, 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 nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie soll man da wegkommen? Ganz im Ernst. Fast unmöglich, da wegzukommen. Ich hasse das. Aber ich wusste, warum schießt er so weit? Zu sehen, wie das klappt. Jetzt habe ich leider, aber ich kann versuchen, jetzt mein Tor links zu machen, ne? Nein, was mache ich denn? Warum springe ich denn nicht dumm? Batz. Na gut. Wieder nichts. Ich wusste das. Boden achten, auf den Boden achten. Ich hätte eh zu wenig Leben. Thank you.
Mist, mit zwei Leben komme ich nicht weit, ne? Echt eine beschissene Sache hier, aber naja. Was mache ich? Achso, die muss ich wegboxen, ne? Die muss ich wegboxen, stimmt. Zu schaffen sein, ohne dass ich alle mein Leben hier verliere, ne? Schon. Sieht doch gut aus jetzt gerade. Cool, also wir haben alle vier Leben und sind da drin, also könnte ja was klappen vielleicht. Weiß ich nicht. Wir haben es geschafft. Gar nicht so leicht gewesen. Bam. Das ist geil, das ist schon Hohn, ne? Zeit 1:51 und ich habe dafür eine Stunde gebraucht oder so. Klar kriegt ihr das nicht alles mit, weil ich schneide es ja ein bisschen zusammen. Merkt man ja auch, ganz schlecht geschnitten. Aber trotzdem. Ich kann euch genau sagen, ich habe jetzt für dieses Level habe ich jetzt 44 Minuten gebraucht. 44 Minuten. Das ist schon ganz schön lang, oder? Du hast Gnomenbeeren erhalten. Super. Gut, aber ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Holt Rio.